Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin eure Claudi von Solart und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich habe unzählige Nachrichten von euch bekommen, wie ich dieses oder dieses oder dieses Bild gemacht habe. Welchen Cellactivator verwende ich? Wie schaffe ich es, diese kleinen Zellen oder diese Adern zu erschaffen? Und deswegen dachte ich mir, ich zeige es euch in einem Hauptvideo und wir starten direkt rein. Ganz viel Spaß dabei. Okay, ihr Lieben. Meistens seht ihr diese oder diese oder diese Bilder, meistens in einen meiner Shorts. Und ich bekomme unzählige Nachrichten von euch, wie ich das denn mache. Und ich muss euch ehrlich sagen, Leute, es ist kein Hexenwerk. Wir werden das heute Schritt für Schritt machen, gemeinsam auf einer großen Leinwand. Meine hat hier 40 x 40 cm. Ich habe uns schon ein paar Farben vorbereitet. Und als allererstes starten wir mit einer Basisfarbe. Ich habe hier Titanium Weiß. Mein Titanium Weiß ist im Verhältnis 1:1:1 mit Floetrol und Wasser gemischt. Das bedeutet ein Teil Acrylfarbe, ein Teil Floetrol und ein Teil Wasser. Okay. Ihr könnt sehen, meine Leinwand ist noch nackig. Bei dieser Größe der Leinwand brauchen wir schon einiges an Farbe, um später die ganze Leinwand bedecken zu können. Ich beginne einfach in der Mitte ein großes weißes Paddel zu machen. Ich nehme ein bisschen mehr Farbe, ein bisschen wird uns verloren gehen, aber ich möchte einfach sicherstellen, dass ich keine Farbe mehr nachtragen muss. Der nächste Schritt ist, dass ich meine Luftbläschen in meiner Farbe mit dem Brenner beseitige. Das geht ganz schnell. Okay, wichtig ist, dass ihr am Anfang ein Bild in eurem Kopf habt, wie eure Zellen oder eure Adern aussehen sollen, welche Farben die haben sollen. Ich habe mich heute für Blautöne entschieden. Wir benutzen Prussian Blue im gleichen Verhältnis wie meine Basisfarbe. Ein Teil Acrylfarbe, ein Teil Wasser und ein Teil Floetrol. Dann benutzen wir Türkisgrün und Ultramarinblau. Alle meine Farben sind gleich abgemischt. Als kleines Highlight möchte ich noch ein paar goldene Akzente setzen, auch im gleichen Verhältnis abgemischt. Okay, wir haben hier unseren Polster vorbereitet und nun beginne ich die erste Farbe aufzutragen. In meinem Fall wird es Prussian Blue sein. Ich beginne mit der dunkelsten Farbe und gebe diese großzügig in unsere Mitte. Die nächste Farbe, die ich verwenden möchte, ist unser 24K Gold. Ich arbeite heute, wie in den meisten unserer Videos, mit den Farben von Amsterdam. Ihr könnt sehen, meine Farben vermischen sich schon ein ganz kleines bisschen, das ist aber überhaupt nicht schlimm. Ich möchte nur einen ganz leichten, kleinen Goldakzent. Die nächste Farbe, die ich verwende, ist Ultramarinblau. Auch diese gebe ich einfach in die Mitte. Und ganz zum Schluss noch mein Türkisblau. Ach, das ist immer eine ganz, ganz schöne Kombi mit Prussian Blue und Titanium Weiß. Nun noch einmal mit dem Brenner drüber. Wir wollen keine Luftbläschen in unserer Farbe haben. Okay, ihr Lieben, der erste Schritt ist getan. Wir haben genug Farbe auf unserer Leinwand, um diese dann später schön ausblasen zu können. Nun ist es an der Zeit, zu unserem Zaubermittel zu kommen. Ich habe hier ein kleines Becherchen mit meinem Cellactivator vorbereitet. Der einzige Unterschied, meine Lieben, von dieser Basisfarbe zu meinem Cellactivator ist, dass der viel dünner ist. Ja? Ich habe diesen 70% mit Wasser und 30% Titanium-Weiß verdünnt. Meine Farben enthalten keinerlei sonstigen Zusätze und ihr werdet gleich sehen, was das für einen Unterschied macht. Meinen Cellactivator gebe ich nun großzügig in die Mitte. Ich stelle sicher, dass ich genug Farbe habe. So, das reicht uns schon. Ich werde das Ganze jetzt noch ein bisschen ausbalancieren, dass wir wirklich ungefähr zentriert in der Mitte starten können. Schnapp mir nun meinen Haartrockner. Den habe ich hier und beginne nun von der Mitte meinen Cellactivator über die Basisfarben drüber zu blasen. Und schaut mal, was passiert.
Na, habe ich euch zu viel versprochen? Also, meine Lieben, ich hole euch gleich mal ein Stück näher ran. Ihr könnt ganz gut erkennen, wenn wir in der Mitte beginnen, hier haben wir unseren Selectivator aufgetragen. Dadurch, dass ich meinen Selectivator über meine Basisfarbe geblasen habe, könnt ihr sehen, dass sich hier diese wunderschönen Adern bilden. Und hier, wenn wir nach außen gehen, schaut euch mal die kleinen schönen Zellen an. Alle Farben kommen zum Vorschein und es sieht jedes Mal aus wie ein Spektakel. Auch hier dieser Sektor gefällt mir besonders gut. Hier die einzelnen Blautöne, alle kommen hervor. Und ich muss sagen, ich bin echt schon zufrieden. Das wird heute nicht so ein langes Video als sonst. Aber meine Lieben, ich möchte die Möglichkeit einfach nutzen, euch wirklich Mut zum Experiment zuzusprechen. Es ist immer gar nicht so viel dahinter, wie man immer glaubt. Ehrlicherweise muss ich euch sagen, ihr müsst für euch selber die Wohlfühlkonsistenz herausfinden. Es gibt Künstler, die arbeiten lieber mit dickflüssigeren Farben. Es gibt Künstler, die arbeiten lieber mit flüssigeren Farben. Für mich, für meinen Teil, funktioniert der Selectivator, wenn er sehr flüssig ist, am allerbesten. Und ich meine, ich finde, dieses Ergebnis spricht wirklich für sich, oder? Es ist ein schönes, abstraktes Bild, was uns anstrahlt. Die Blautöne kommen raus und wir haben Zellen geschaffen. Ich liebe diese Technik. Deswegen seht ihr die auch ganz, ganz oft hier auf meinem Kanal. Ihr müsst natürlich keine Blautöne verwenden. Verwendet eure Lieblingsfarben. Es reichen 3 an der Zahl. Ihr habt es gesehen, mehr haben wir heute auch nicht verwendet, um wirklich ein tolles Farbspiel zu erschaffen. Meine Lieben, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zur Technik oder zu den Materialien oder das Mischverhältnis noch nicht ganz klar ist, zögert nicht, schreibt mir gerne in die Kommentare. Wenn ich euch helfen kann, helfe ich euch jederzeit weiter. Und nun zeige ich euch hier noch einmal das getrocknete Ergebnis. Und für heute, meine Lieben, bedanke ich mich von Herzen fürs Einschalten. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Macht's gut, meine Lieben.